Hallo, ja, wie bereits angekündigt, gibt es noch eine Rezension bzw. zwei Rezensionen zu zwei Büchern, die ich auf der Buchmesse gekauft habe. Und zwar einmal Der Club von Takis Würger und Gott ist nicht schüchtern von Olga Gerasim. Ich spaß mir jetzt einfach, denke ich. So, wir beginnen mal mit dem Club von Takis Würger. Ich denke, ihr habt dieses Buch wahrscheinlich zur Genüge irgendwo gesehen, aber dennoch ist es ja immer ganz gut, wenn man nochmal eine Meinung dazu hört. Vor allem, wenn es eine Meinung ist, die sich vielleicht nicht unbedingt allen anderen anschließt, die so grassieren, denn die meisten waren ja wirklich völlig hin und weg. Und das war einer der literarischen Würfe dieses Jahr. Und im Ganzen kann ich mich leider nicht so richtig anschließen. Ich kann ja vorab schon mal sagen, ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Es war für mich definitiv kein schlechtes Buch. Es war ein gutes Buch, aber auch kein überragendes. Das lag einmal daran, dass ich mit dem Schreibstil so meine Probleme hatte. Also die Sätze waren wirklich sehr, sehr kurz und knackig. Klar, man muss jetzt auch keine seitenlangen Schachtelsätze verwenden, wo man dann irgendwann völlig den roten Faden verliert. Aber diese kurzen Sätze, da bin ich immer richtig drüber gestolpert innerlich. Ich habe das anfangs gar nicht so verstanden oder gemerkt. Ich dachte nur, okay, ich komme nicht so richtig in die Geschichte rein und habe nicht gemerkt, wieso. Aber es lag wirklich an diesen kurzen, abgehackten Sätzen, die mir sehr große Schwierigkeiten bereitet haben und die das Lesevergnügen sozusagen doch deutlich getrübt haben. Wir haben hier Hans, einen eher ruhigen Jungen, also zu Beginn des Buches ist er noch ein Kind, der sich nicht so richtig in die Gesellschaft integrieren kann, sich damit auch nicht so ganz wohlfühlt, der erst so mehr zu sich findet, als er durch seinen Vater beginnt zu boxen und sich dadurch so ein bisschen ausdrücken kann und reagieren kann und alles und da ja eben auch mal Talent in sich entdeckt sozusagen. Dann verliert er seine Eltern beide innerhalb relativ kurzer Zeit und wird auf ein Internat geschickt. Er hat zwar noch eine Tante, aber die fühlt sich nicht in der Lage, sich um ihn zu kümmern. Sie ist ein bisschen merkwürdig, gesundheitlich nicht ganz bei sich und so weiter. Und als er mit seiner Schulzeit fast am Ende ist, kontaktiert ihn diese Tante und bietet ihm an, nach Cambridge zu gehen per Stipendium. Und da stellt sich raus, dass sie dabei einen Plan im Hinterkopf hat, den Hans erfüllen soll. Er soll einen elitären Club beitreten und dort versuchen, ein Verbrechen aufzuklären, das jemandem passiert ist, den seine Tante kennt. Und das schafft er dann auch. Er schafft es dort, sich besser zu integrieren als jemals vorher in seinem Leben. Er lernt auch ein Mädchen kennen. Es läuft für ihn eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl er ja sich dennoch nicht so ganz heimisch fühlt in dieser ganzen etwas elitären Welt. Aber es gibt durchaus Menschen, die ihn sehr gerne mögen, die mit ihm befreundet sein mögen. Und er findet sich da ganz gut rein. Und ich finde, dieses Verbrechen, das geklärt werden soll, das auch im Klappentext dieses Buches erscheint als Handlungsverlauf, ist eigentlich gar nicht der Hauptteil dieses Buches, sondern es geht vielmehr um die Interaktion zwischen den Menschen, um diesen Club, darum, was in den Personen so vorgeht. Wir haben hier auch unterschiedliche Perspektiven, also nicht nur die von Hans, sondern auch die seiner Tante oder eines Kommilitonen, der sich ja sehr, sehr stark an Hans hängt und der ihm sehr, sehr wichtig ist. Naja, ihr wisst schon. Das fand ich ganz interessant und auch ganz gut gemacht. Ich mochte die Geschichte gerne. Ich mochte diesen Club und diese Welt ganz gerne. Und dadurch, dass der Autor selbst auch in Cambridge war und so weiter, hat er da schon nochmal besondere Einblicke. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie von außen betrachtet wird und eigentlich, ja, steckt da nicht viel Wahrheit dahinter. Aber dieser Schreibstil hat es mir ein bisschen schwer gemacht, was vielleicht auch daran liegt, dass ich eben gerne auch so ein bisschen emotional verwickelt bin in die Geschichten. Und das war hier nicht ganz der Fall. Es hat zwar zu Hans gepasst, weil er selbst auch jetzt nicht der, also er würde nicht auf dich zurennen und dich knuddeln, sondern er ist eher ein distanzierter Mensch. Aber es war für mich als Leserin einfach ein bisschen schwierig. Dennoch ein gutes Buch, 4 Sterne. Ich kann mich sowieso nicht davon abhalten, es zu lesen. Es wird so gehypt, ihr wollt es wahrscheinlich alle lesen. So. Was ihr sehr gerne lesen dürft und solltet, ist Gott ist nicht schüchtern von Olga Gre Ich habe es schon wieder versucht. Im Kopf kann ich es immer total gut. Das war für mich tatsächlich ein 5-Sterne-Buch und das, obwohl ich gar nicht so scharf bin auf Bücher mit der Thematik, denn es geht hier um Syrien und ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, ich wäre furchtbar ignorant, weil ich gesagt habe, ich bin nicht scharf auf Bücher mit der Thematik. Es geht mir nur darum, dass ich finde, der Buchmarkt ist gerade ein bisschen übersättigt, denn natürlich stürzen sich alle Autoren auf die aktuellen Themen, besonders im Rahmen einer Buchmesse, wo dann ja, sowas auch einfach viel besprochen wird in Diskussionsrunden, in Büchern und so weiter und so fort.
Aber dieses Buch wollte ich sehr gerne lesen, weil ich durch Sophie vom Kanal Ferstan viel Gutes über die Autorin gehört habe. Und ich habe ein bisschen reingeblättert und fand, es klang ganz gut an. Und es hat sich für mich absolut gelohnt. Es geht hier um Amal und Hammoudi. Amal und Hammoudi haben nichts miteinander zu tun. Das sind einfach die beiden Geschichten, die wir hier aus wechselnder Perspektive verfolgen. Hammoudi hat in Paris Medizin studiert, also er ist in Syrien aufgewachsen, hat in Paris Medizin studiert, ist dadurch eigentlich jetzt eher westlich in seiner Lebensweise, in seiner Einstellung. Er hat dort auch eine Freundin und er reist eigentlich nur zurück nach Syrien, um noch so ein paar organisatorische Dinge zu klären, wegen seines Passes, Aufenthaltsbestimmungen und so weiter. Verlebt da ganz nette Tage mit seiner Familie und dann stellt sich raus, dass sie ihn nicht mehr ausreisen lassen. Also er hat keine Chance, aus dem Land zu kommen und steckt dort fest. Das ist die eine Geschichte. Die zweite dreht sich um Amal. Amal wächst recht privilegiert auf. Auch unter relativ modernen Ansichten eigentlich. Und sie schließt sich dem Widerstand gegen die Regierung an. Also sie geht zu Demonstrationen. Ihr Vater weiß davon nichts. Sie macht das alles heimlich, wird dann aber auch ja, erwischt, verhaftet und gequält. Und trotzdem kann sie sich nicht mit den Zuständen in ihrem Land abfinden. Und so erleben wir im Grunde wie zwei Menschen, die ihr Land eigentlich lieben, die ihre Heimat lieben, die sich dort auch heimatlich fühlen, dort ganz gut leben könnten, miterleben, wie ihr Land immer mehr zerfällt, wie ihre Familien bedroht werden, wie die Lebensumstände immer schwieriger und immer härter werden, wie sie selbst kaum noch wissen, wem sie vertrauen können, wie sie sich auf die Straße trauen können, wo man hingehen kann und wo nicht. Und wie sie sich irgendwann gezwungen sehen zu hinterfragen, ob sie dort überhaupt noch leben können und falls nicht, wie sie dem entkommen sollen. Man hatte das Gefühl, es ist ein wahnsinnig ehrliches Buch, sehr, sehr nah an der Realität. Es ist nie unnötig dramatisch, es drückt nie unnötig auf die Tränendrüse. Irgendwelche Botschaften werden nicht plump rübergebracht, sondern es sind eben zwei Geschichten, zwei Lebensgeschichten, die nicht so verlaufen, wie die Protagonisten sich das vorgestellt haben. Und dadurch ist es ein sehr, sehr intensives Leseerlebnis. Man versteht manches nochmal mehr und ich kann es euch definitiv ans Herz legen, weil es sich einfach auch gut lesen lässt und nie zu schwermütig und zu hoffnungslos ist, aber schon aufzeigt, wie die Realität dort aussieht und was man sich hier vielleicht manchmal bewusst machen muss, wenn man nur über das flucht, was sich in unserem Land so verändert. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. So, ich hoffe, ich konnte euch beide Bücher, weiß ich jetzt nicht, weil zum Club hatte ich ja schon ein paar Kritikpunkte, aber ich konnte euch zumindest, weil Gott ist nicht schüchtern, ein bisschen schmackhaft machen. Ich hab irgendwie die Muße dazu gefühlt, dazu noch ein paar Worte zu sagen. Freue mich auf eure Meinung, wenn ihr beides, eins von beidem gelesen habt oder noch lesen möchtet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!